Moin, willkommen in Hennstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein. In diesem Video geht es um diesen Streckenabschnitt der AKN Eisenbahn GmbH, hier oben nördlich von Hamburg. Wir schauen von der Brücke der Kardener Chaussee. Ein Zug der Linie A2 fährt nach Süden zum Bahnhof Ulzburg Süd. Etwas weiter nördlich sehen wir von der Usedomer Straße aus einen Zug nach Norden zum Bahnhof Hennstedt-Ulzburg. Gleich darauf überquert die Strecke den Fluss Pinnau. Ein Zug der Linie A3 fährt nach Ulzburg Süd. Wir folgen der Bahn nach Norden. Hier, an der Schulstraße, führt die Strecke in einen Tunnel. Er führt unter dem Zentrum von Hennstedt-Ulzburg hindurch. Das andere Ende des Tunnels liegt unmittelbar vor dem Ende des Bahnhofs Hennstedt-Ulzburg. Die Schilder oben am Bahnsteigzugang zeigen noch an, dass hier die Linien A1 und A3 fahren. Tatsächlich sind es inzwischen die A2 und A3. Die A2 wurde bis Neumünster verlängert. Die A1 verkehrt jetzt zwischen Hamburg-Eidelstedt und Ulzburg Süd. Hier seht ihr einen Zug der Linie A3. Er kommt aus Barmstedt an und fährt weiter nach Ulzburg Süd.
Die Strecke der A3 fädelt sich im Norden des Bahnhofs nach Westen aus. Dies ist das dritte Gleis ganz links. Der Zug der A3 ist jetzt auf dem Rückweg und fährt über die Weichenverbindung zum Gleis nach Barmstedt. Eine weitere A3 kommt aus Barmstedt an. Sie trifft in Hennstedt-Ulzburg auf einen Zug der A2 nach Norden, in Richtung Kaltenkirchen-Dodenhof. Nördlich des Bahnhofs Hennstedt-Ulzburg führt die Strecke der A2 aus der Tieflage wieder nach oben. Auch die Strecke der A3 führt hier in der Tieflage in einem Trog entlang. Der Bahnhof von Hennstedt-Ulzburg lag nicht immer so tief. Er lag früher auf Straßenniveau, etwas weiter links, dort wo jetzt die Bürohäuser stehen. Das alte Gebäude, das hier links im Bild zu sehen ist, ist komplett verschwunden. Diese Aufnahmen stammen vom September 1992. Damals hieß der Bahnhof Ulzburg. Kurz zuvor war der Personenverkehr auf dem Abschnitt der A3 zwischen Barmstedt und Ulzburg wieder aufgenommen worden. 1992 fuhren auf dieser Linie Uerdinger Schienenbusse. Ihr seht sie hier von außen. An den Fenstern war damals ein Aufkleber mit den beiden Fahrtrichtungen angebracht, nach Elmshorn und nach Barmstedt. Innen zeichneten sich die Schienenbusse durch ihre Rückenlehnen aus. Sie konnten mit einem Handgriff zur anderen Seite geschwenkt werden. Wer wollte, konnte also jeweils in Fahrtrichtung vorwärts fahren. Zwischen 1997 und 2001 wurde die AKN-Strecke neu gebaut, hier orange gezeichnet, einschließlich des Tunnels unter dem Stadtzentrum. Den Tunnel könnt ihr im oberen Teil der Karte gestrichelt sehen. Seitdem liegt auch der Bahnhof in Tieflage. Mit diesem Umbau wurden mehrere Bahnübergänge überflüssig. Der Takt auf der AKN wurde im Laufe der Jahre immer weiter verdichtet.
Heute fahren die Züge tagsüber alle 20 Minuten, in den Hauptverkehrszeiten alle 10 Minuten. Die alte Strecke, hier zu sehen, wurde anschließend abgebaut. Sie wird heute größtenteils als Rad- und Fußweg genutzt. Nur die Abschnitte des Bahndamms auf beiden Seiten der Pinnau sind bewachsen. Die alte Pinnaubrücke existiert nicht mehr. Auch im südlichen Teil kann man an der geraden Linienführung noch gut erkennen, wo die alte Bahnstrecke entlang geführt hat. Am südlichen Ende erreicht sie den Bahnhof Ulzburg Süd. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.